Laufen, springen, werfen. Der Mehrkampftag der LG Nord ist wieder angesagt und auch hier waren wieder hochmotivierte Sportlerinnen und Sportler mit am Start. Ich war motiviert, weil ich das erste Mal heute Hochsprung gemacht habe und ich habe mich gefreut auf Sprint und Weitsprung. Ich finde es cool, an Turnieren teilzunehmen, weil man ja dann immer zeigen kann, was man machen will. Vor allem immer hier auf dem Sportplatz, hier lassen sich die Richter auch immer tolle, viele Sachen einfallen. Das finde ich cool. Sehr motiviert, weil ich hier auch was erreichen möchte, weil ich später auch mal irgendwie ein Leistungssportler werden will. Die verschiedensten Disziplinen hieß es zu bewältigen, unter anderem Weitwurf mit Ball, Speer oder Kugel, Hochsprung, Weitsprung und natürlich die Disziplin Laufen. Von 50 bis 800, über 4x400 Meter, also alles mit dabei. Ich bin am Montag auch extra zum Leistungstraining gegangen von LG Nord Berlin und zum Freitag auch. Also Freitag ist Spiele und Spaß, da bin ich dann auch hingegangen. Und heute wollte ich zeigen, was ich kann. Jede Altersgruppe von den U12 bis zu den Senioren war hier herzlichst willkommen und natürlich auch vertreten. Angeboten wurden 3- und 4-Kämpfe, aber natürlich durfte man auch im Einzelkämpfermodus an den Start. Meine beste Disziplin war Weitsprung und nicht so gut lief Ballwurf. Im Springen fand ich heute am besten, weil ich da sehr weit gesprungen bin. Ich fand schön, dass ich beim 50-Meter-Sprint den ersten Platz gemacht habe. Besondere Aufmerksamkeit wurde Caroline von Jago gewidmet, denn sie ist ein kleiner Zukunftsathlet und auf dem besten Wege ganz nach oben. Bewiesen hat sie das schon beim Hochsprung mit einem Rekord von 1 Meter und 24 Zentimeter. Nachdem alle ihre verdienten Medaillen bekommen haben, ging auch schon das nächste Event los, die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der Langstrecken. 2000 bis 10.000 Meter galt es hier zu bewältigen und alles in allem hatten alle trotz des kalten Wetters Spaß und Freude am Sport und der Bewegung und das ist doch alles, was zählt. Als nächstes steht dann der große IKKBB Berliner Firmenlauf auf dem Programm am 22. Mai. Danach folgen dann nochmal Stadionveranstaltungen mit einem Jedermann-Zehnkampf, weiteren Senioren-Sportfesten und dann im Herbst geht es dann weiter mit unseren vielen Läufen. Wir freuen uns auf die kommenden sportlichen Veranstaltungen und wünschen bis dahin weiterhin viel Freude beim Bewegen.